Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. FIFA 14 Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock. Ja, was haben wir denn letztes Mal für ein Spiel erlebt? Da macht der Moki Kucukovic in der 90. ja eigentlich mit dem Pass den Ausgleich. Also das war schon eine tolle Aktion. An dieser Stelle nochmal sorry, dass jetzt mal wieder eine Woche keine Folge kam. Aber ja, mein Urlaub ging zu Ende. Die ersten Arbeitstage waren wieder mal stressig wie Sau. Dann hat Hansa gestern noch gespielt. Also ich hoffe, dass die Folge heute noch kommt am Donnerstag. Dass ich es noch schaffe zu rendern und hochzuladen. Deswegen also... Ansonsten, ja, am Mittwoch Hansa ja verloren gegen Kiel 2:0. Bei uns geht's weiter mit Hansa Rostock gegen den VfR Aalen. Wir sind in Aalen zu Gast und dann wollen wir nochmal gucken, wie wir da auftreten werden, mit welcher Mannschaft und vor allem mit welchem Trikot. Ne, blau könnte bleiben. Und dann haben wir schon wieder ein Abendspiel. Wir haben ja nur noch Abendspiele hier. Irgendwie geht es ein bisschen auf den Pisser, aber egal. So, Jockel Hanel natürlich im Tor. Krause rechts hat er gut gemacht bislang. Innenverteidigung stand auch super bis jetzt. Weidlich. Ja, Weidlich stelle ich mal jetzt wie in der Realität in die Zentrale rein. Und Schünemann würde ich auch ganz gerne rausnehmen. Oh, dann geht Bickel auch wieder in die Zentrale rein. Dann nehme ich für Schünemann einen anderen. Und zwar nämlich Julian Jakobs. Und Schünemann kriegt mal eine kleine Denkpause. So, wen haben wir noch auf der Bank hier? Safran natürlich noch. Kommt in den Kader rein für... Ja, wir nehmen heute mal... Ne, wir brauchen noch einen Flügelspieler, deswegen... deswegen muss heute noch Schiedemann mal weichen. Zentralmittelfeld bin ich eigentlich sonst ganz zufrieden. So, dann wollen wir mal starten. Gehen wir hinein in die Partie gegen den VfR Aalen. Und ihr merkt, ich orientiere mich wirklich schon so ein bisschen an die Würdigkeit. Ja, das ist einfach die Gewohnheit. Hansa Rostock kann man nicht anders gerne sehen. Ja, doch, es geht schon, aber... Naja, werden wir sehen. So, Marcel Zimmer, eine Übung machen wir hier mal fix. Einmal reinlupfen da. Naja, fast gut. Setzen wir das Ding mal fort hier. In der zweiten Fußball-Bundesliga. Der 7. Spieltag. Na, hier heißt es Town Park. Ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Beim Werder Bremen-Projekt habe ich ja die... Im Zuge des Werder Bremen-Projekts mit FIFA habe ich ja die Erstligastadien alle benannt. Aber die Zweitligastadien habe ich jetzt natürlich vergessen vor diesem Start dieses, Projekts. Von daher... Macht nicht wirklich was. Wir gehen rein in die Aufstellungen. Zuerst erstmal auf die Tabelle. Schauen wir Hansa auf Platz 9 mit 11 Punkten aus 6 Spielen. Das ist eine super, super Ausbeute für einen Aufsteiger. Ich sehe uns ja hier an dieser Stelle immer noch als Aufsteiger. So, dann haben wir Facic im Tor. Der ist aber bekannt geworden, als er noch bei Fürth spielte, der Aalener Torwart. Facic. Ich glaube, das war doch der, der im Pokal gegen Dortmund 2 Minuten vor Schluss in der 118. Minute eingewechselt wurde, weil er ein guter Elfmeterkiller ist. Und der kassierte doch in der 120. noch das 2-1 von Dortmund, von Gündogan oder Sahin. Bin mir nicht mehr sicher, wer da geschossen hat. Und da sah er auch selber nicht sehr gut aus. Also, da hat er ja Schlagzeilen mitgemacht, der gute Facic. Aber gut, wir starten hinein in die Partie. Weidlich und Zimmer beim Anstoß. Da haben wir David Blacher, Rajabali Fadi. Mal gucken, wie Hansa sich hier nach diesem, ja, turbulenten Spiel gegen Aue erholt hat. Stuff. Krause. Gut gespielt damit Jakobs. Jakobs schickt Dennis dann so Weidlich. Der marschiert in den 16er. Weidlich. Na, der Pass muss ein bisschen mehr in den Rücken kommen. Viel mehr weiter in den Rückraum muss der Pass kommen. Von daher ist es kein Problem hier für Facic. Der mit dem Abschlag, aber der ist nicht gut. Blacher ist dazwischen mit dem Kopf. Aber Traut fängt ab. Duckfuß. Gut von Blacher gestört. Bickel. Zimmer. Schick Bickel, der kommt aber nicht ran. Oliver Barth, ehemaliger Freiburger. Und wieder Weidlich dazwischen. Dennis Weidlich. Ja, Hofmann setzt gut nach. Klärt den Ball erstmal. Oh, Blacher springt ins Leere. Duckfuß. Ich glaube ehemals Aachen. Bin mir nicht ganz sicher. Junglas, ehemals Dresden. Glaube ich jetzt mal. Also ich stehe einfach mal ein paar... Sachen in den Raum. Ruprecht, klasse. Mit der Balleroberung. Jetzt David Blacher. Schade. Traut, pass auf. Sascha Traut. Hier war mal aus der Brücke. Ja, ich kenne mich gut aus, ne? So, Ruprecht mit Bickel. Und Zima. Na, Jakobs geht nicht die Linie lang. Krause. Ah, da bleibt der Hänger an Valentini. Schwertfeger, klasse, dazwischen gerätscht. Klärt da zum Einwurf. Für den VfR Aalen. Valentini. Leandro. Buballa.
Jakobs holt sich den Ball. Bicke wieder hin rumgespielt mit Steven Ruprecht. Ja, Hansa kann bis jetzt noch nicht wirklich klar nach vorne spielen. Hier Ballverluste, überflüssige Ballverluste da im Spielaufbau von Fadi und Ruprecht. Valentini. Hofmann. Und Hansa hat Probleme hier, die Bälle zu stoppen. Valentini, Weidlich und Krause. Jakobs mit Sima. Und der, er wollte Durchsteck auf Weidlich, aber der kommt nicht durch, der Pass. Lechleiter, ehemals Rostocker. Da laufen so viele Rostocker in der Liga, in den Ligen rum. Ex-Rostocker. Aufgrund dessen, dass Hansa in den letzten 3 Jahren 5-mal das Team getauscht hat. Kann man ja fast so sagen. Aufgrund der sportlichen Talfahrt. Jetzt über links. Leandro mit der Flanke. Ruprecht ist da. Konterchance über Blacher. David Blacher nimmt Julian Jakobs mit. Der schickt sofort weiter Weidlich. Wieder zurückgeschickt auf Julian Jakobs. Jetzt muss die Flanke kommen. Abgefälscht. Spuballa. Immer noch Jakobs. Da ist Schwertfeger. Kommt nicht ran. Bickel. Christian Bickel. Zieht vorbei. Da war sie, die erste gute Möglichkeit für Hansa Rostock. Ruprecht stürzt in den Rücken von Lechleiter, Schwertfeger. Jörn Jakobs. Zima. Ah, Bubala, passt auf. Sonst hätte Zima wieder Jakobs geschickt. Fadi mit der Balleroberung und Weidlich. Wieder aufbauen. Hinten und Ruprecht mit dem Fehlpass. Unnötig dort den Ball herzugeben. Facic schlägt den Ball nach vorn. Stuff, wieder Ballverlust von Hansas Abwehrspieler. Leandro. Traut. Fadi ist da, klärt erstmal zum Einwurf. Na, wie gesagt, Hansa noch mit ein paar Problemen hier im Spielaufbau vor allem. Und Aalen hier jetzt gut unter Druck. Traut mit der Flanke. Da war Krause und Weidlich klärt flach auf Jakobs. Zima nimmt in die Mitte. Schwertfeger. Ja, langes Ding nach vorne, hat nichts gebracht. Wieder Marcel Zima, genannt Cello. Spielt Blacher an. Blacher mit Zima. Zima steckt gut durch, ja, auf. Bickel, aber da kann der Abwehrspieler von Aalen früher klären und Schwertfeger verpasst hier. Holt sie den Ball auch gut zurück und Stuff hilft mit. Ruprecht. Blacher. Ah, zulässig. Dieser Ball. Hofmann. Und Jakobs holt sich den Ball wieder. Sehr gut. Nimmt Robin Krause mit. Dennis dann zu Weidlich. Na, diesmal nicht ganz so stark wie zuletzt auf der rechten Außenbahn. Der heute auch wieder leicht in die Zentrale gezogen. Einwurf, Julian Jakobs. Flanke kommt, da ist Zima! Und die nächste gute Gelegenheit für Hansa. Der Kopfball allerdings ein bisschen weit weg, um da wirklich Gefahr vorzubringen. Den hätte Facic gehabt, wäre da auch aufs Tor gekommen. Der Kopfball von Cello, Marcel Zima. Erste Halbzeit gleich rum. Ereignisarme erste Halbzeit, kann man sagen. Beide Mannschaften mit Fehlern im Spielaufbau. Hansa aber mit den klareren Möglichkeiten, muss man zugeben. Mal schauen, was das in der zweiten Halbzeit wird. Hier nochmal die eine der klaren. Ja, Weidlich hätte den Ball in den Rücken spielen müssen. Und dann hier. Ach ne, ist das ganze Ding nochmal. Ja, da hat man keine andere Überblick. Alles klar. Ich dachte, den Schuss von Bickel zeigen sie noch. Und Zima ist schon wieder K.O. Meine Güte, der Dunkel hat eine Kondition wie ja, 3 Meter Feldweg. Aber wir spielen erstmal weiter. Mit der zweiten Halbzeit. Zima weiter in vorne im Sturm natürlich. 2 Saisontore hat er bereits erzielt. Und da holt er sich auch den Ball. Das ist auch wieder sehr realitätsnah, dass Zima keine Kondition hat. Denn momentan bei Hansa wirkt er auch dermaßen unfit. Schon fast schleierhaft. Und deswegen muss Safran vorne weiter rumstürzen. Ich spreche bewusst von Stürzen. Aber jetzt guter Pass hier auf Leandro. Hahn ist draußen. Leandro setzt nach. 1-0 Aalen. Durch Leandro Grech, sein richtiger Name.
Guter Pass da. Zuvor auf Leandro. Jetzt zeigen sie natürlich hier nur die Wiederholung, wie er den Ball ins leere Tor schiebt. Das ist typisch FIFA. Auch da bitte Besserung auf FIFA 15. Ich hätte nämlich zu gerne den Pass gesehen. Hier das Ding. Ja, Hane kommt raus. Weiß nicht, ob er rauskommen muss. Kann man drüber streiten. Fakt ist aber, Ahlen führt vollkommen überraschend mit 1:0. Aber auch nicht ganz unverdient. Ist ja fast so ähnlich wie mit Kiel gestern. Wickel, Ballverlust, Jakobs. Und jetzt gibt es Freistoß für Ahlen, warum auch immer. Kurz ausgeführt. Wieder auf Leandro. Weidlich dazwischen. Wieder Weidlich. Hält sich gut durch, da spielt den Pass jetzt klasse auf Zima. Wird aber zwei da außen abgedrängt, in der Mitte ist keiner. Zima holt den Freistoß raus, immerhin. Peter entscheidet auf Freistoß für Hansa Rostock. Bickel wird ausführen. Und da ist wieder Zima, kommt aber nicht an den Kopfball ran und kein Hanseat in der zweiten Reihe. Ubrecht. Jakobs spielt den Ball vorne rein. Bart klärt vor Zima. Sehenswert sogar. Mit schräg in der Luft stehen und alles. Stuff. Junglas. Stuff verpasst. Lechleiter. Fadi. Ballverlust. Valentini. Valentini. Guter Pass auf. Duckfuß. Krause ins Leere. Fadi ist da. Jetzt Krause. Wieder Ballverlust. Und Ruprecht klärt. Valentini. So, jetzt Hansa. Mit der Chance zum Gegenschlag. David Blacher. David Blacher. Schade. Leandro arbeitet auch hinten mit. Kann sich durchsetzen. Und Jakobs klärt zum Einwurf. Wechsel beim VfR Aalen. Michael Klaus kommt für Valentini. Bubala mit dem Einwurf jetzt hier. Leandro. Jakobs dazwischen. Jakobs immer noch davor. Kann den Ball halten. Weidlich. Schickt Jakobs. Der spielt den Ball hinein. Hübner klärt. Wieder Weidlich. Bekommt den Freistoß. Freistoß für Hansa Rostock. Und Ahlen wird nochmal wechseln. Es geht Duckfuß. Es kommt Aydemir. Freistoß für den FCH. Christian Bickel steht bereit. An den langen Pfosten. Da ist Ruprecht. Da ist Weidlich. Außer Drehung. Da kann er mehr draus machen. Der ehemalige Regensburger und Erfurter. Da ist er nochmal. Dennis Danzo Weidlich. Der Allrounder im Hansa Team. Die Allzweckwaffe bei Hansa Rostock. Zima. Oh, nimmt Fadi mit. War nicht die optimalste Lösung, aber okay. Blacher. Schön mitgespielt. Fadi. Kann den Ball nicht hineinschlagen. Pressschlag da gegen Traut. Kontermöglichkeit Ahlen. Bickel ist da. Fadi hinten zurück. Kann den Ball noch nicht holen. Blacher ist da. Oh, guter Pass zurückgespielt da auf. Valentini, Ruprecht läuft gut ab. Es gibt Eckball? Was? Okay, Hansa wird wechseln. Ein frischer Safran wird kommen. Für die rechte Außenbahn. Und vorne rein Mustafa Kucukovic. Für die letzten 20 Minuten zwei neue Stürmer. Jakobs war nicht ganz so doll heute. So, wie gesagt, der Torschütze zum 1:1 gegen Aue. Mustafa Kucukovic kommt. Und Safran ebenfalls dabei. Jetzt über rechts kann er powern. Eckball. Klaus. Stuff kommt zwar nicht an den Kopfball. Das gibt's ja gar nicht. Hanel hat den Ball aber sicher. Und Robin Krause. Robin Krause, Seitenwechsel da auf David Blacher. Aydemir ist aber da. Und der Konterangriff von Hansa erstmal unterbrochen. Fadi, starke Aktion von Rajabali Fadi. Flanke muss kommen, Flanke kommt nicht, es gibt Eckstoß. Eckstoß für den FC Hansa Rostock, Christian Bickel ebenfalls wieder dran. Ball kommt, da ist Stuff. Und keiner setzt nach bei Hansa. Krause holt den Ball. Ruprecht. Schwertfeger. Kai Schwertfeger. Ball in die Mitte auf Weidlich. Weidlich! Und da ist er! Dennis Danzo Weidlich, der neue Torschütze vom Dienst. Dritter Saisontreffer für den Deutschkanal.
Klasse von Schwertfeger hier. Nochmal raufgetreten. Schön in die Mitte gespielt. Weidlich nimmt an. Und aus der Drehung dann ins lange Eck. Zwar mit Hilfe des Pfostens, aber Hauptsache drin das Ding. 1-1 für Hansa. Und da ist Kutschukovic. Setz gleich mal nach. Kutschukovic, klasse. Nimmt Weidlich mit. Nimmt Safran mit. Safran. Schade, bleibt hängen, aber Weidlich setzt nach. Vorteil Hansa. Eckball Hansa. Hansa drückt, gibt's doch den Ausgleich. Ich wechsle nochmal beim blau-weißen Traditionsverein. Es wird kommen Manfred Starke für David Blacher. Der Dampfmotor aus Namibia. Aus Windhoek. Und der ehemals Dortmunder, ausgebildet bei Dortmund. Ja, David Blacher kommt hinein. Eckball Christian Bickel. Ruprecht kommt nicht ran. Und Safran hat hinten mit ausgeholfen. Safran. Der hat Power. Der kann auch powern. Ah, Ruprecht grätscht ins Leere. Jetzt müssen die Stürmer denn arbeiten. Wie zum Beispiel Muki Kutschukovic. Das macht er klasse. Mustafa Kutschukovic. Wollte den Einwurf da zwar für Hansa haben, aber gibt natürlich Einwurf für den VfR Aalen. Ruprecht. Bickel. Schön mitgenommen da. Mit Manfred Starke. Der ist frisch. Starke. Flanke kommt, da ist Kutschukovic! Fejsic ist dran. Nochmal Starke. Schwertfeger. Schwertfeger und Fejsic! Glanzparade. Hansa nochmal mit Offensivdrang hier nach dem Ausgleich. Gut gemacht von Starke, die Übersicht. Und Schwertfeger in optimale Schussposition. Und das war eine Glanztat von Fejsic. Eckball, Christian Bickel. Stoff. Nee, Ruprecht ist es. Und keiner setzt nach. Klasse Aktion von Fejsic erneut. Starke verspringt der Ball. Aydemir. Stuff. Schwertfeger kommt nicht dran. Hofmann. Ah, er hat Probleme nochmal hier zu Schluss. Junglas. Weidlich. Weidlich ist da klärt. Aber das wird's gewesen sein. Schiedsrichter wird gleich abpfeifen. Ah, Weidlich, wenn er den Ball nochmal kriegt. Da ist Schluss, da ist Schluss. Hansa erneut mit einem späten Ausgleich. Aber wieder mal, ja, erst mit einer späten Reaktion kann man sagen. Erst nach dem 1-1 hat man hier auf Sieg gespielt. Hatte die Chancen. Zuvor offensiv eher weniger los. Aber letztendlich sichert man sich hier noch den Punkt. Nach 7 Spielen Hansa jetzt mit 12 Punkten auf dem Konto. Für den Aufsteiger eine ganz ansehnliches Resultat, ein ganz ansehnliches Zwischenergebnis. Auf jeden Fall hier nochmal das 1-0 durch Leandro Grech. Setzt da gut nach. Hanel, ja, weiß nicht, ob er da wirklich patzt. Schmeißt sich erst davor, den hat er jedenfalls sicher. Aber Fejsic auf der anderen Seite hat eine gute Partie gezeigt. Hier nochmal Schwertfeger, hier der Pass auf Weidlich, der steht völlig frei. Kann sich mal in Ruhe zurechtlegen und dann gut einschieben. Und dann hier nochmal Fejsic gegen Kutschukovic. Das war klasse Aktion. Dann haben wir hier Ruprecht mit dem Kopfball, auch da war Fejsic klasse da. Den Schuss von Schwertfeger haben wir leider nicht mehr dabei. Der war auch nicht schlecht. Beste Mal wieder Dennis Dan zu Weidlich bei Hansa Rostock. Er ist wirklich die Allzweckwaffe. Den kann man überall einsetzen. Der bringt da trotzdem seine Leistung. Und jetzt geht's ins nächste Derby. Im nächsten Spiel gegen den 1. FC Union Berlin. Gucken wir mal hier rauf. Pressekonferenz Nationalspieler. Wer ist der Nationalspieler? Aykut Erdogan. Ah, okay. Pressekonferenz. Gucken wir rein. Gegen Union Berlin werden wir uns mal schon mal motivieren. Und dann haben wir Nachricht von Spieler. Manfred Starke. Können wir uns mal unterhalten? Ah, ja, ich fühle mich momentan unwohl, Trainer. Das kann ich nicht leugnen. Ich möchte Ihnen gegenüber offen sein, damit Sie wissen, was los ist. Ich versuche mich auf den Fußball zu konzentrieren. Aber das ist nicht einfach, wenn man Heimweh hat. Ah, ich habe nichts zu meinem Berater gesagt, weil ich mich auf das Training konzentrieren will, um dann weiterzusehen. Für mich ist das Wichtigste, weiterhin gute Arbeit für Sie und das Team zu leisten. Das machst du ja auch, Manni. Das machst du wirklich. Und was wir jetzt noch machen werden, ist uns hier mal ein paar Jugendscouts ranschaffen. Damit wir auch mal irgendwann aus den Vollen schöpfen können, was Jugendspiele angeht. Und da müssen wir ein bisschen halt investieren mit, ja, mit Nico Pestalla. Nico Pestalla wirklich als neuer Scout entscheiden. Ja, möchte ich. Gut, er ist unterwegs. So, dann werden wir beim nächsten Mal eine Fußballschule eröffnen und dann uns um Jugendspieler kümmern. So, es ist ein gutes Duell, Verfolgerduell quasi. Wir können ja mal kurz auf die Tabelle schauen hier.
Hansa auf 7 mit 12 Punkten, Union auf 5 mit 13 Punkten. Also ist nicht weit weg hier die Aufstiegsränge, aber gut, wir wollen natürlich nicht gleich im ersten Jahr vom Aufstieg sprechen. Gegen Aalen muss man natürlich sagen, haben wir gegen den Tabellenletzten gespielt. Aber auch die sind nicht so weit weg, also von daher alles noch offen. Beim nächsten Mal geht's ja los mit dem Duell gegen Union Berlin. Daheim in der DKB-Arena im Ostseestadion. Dann daher haut rein, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, Hansa-Fan. Ciao, ciao.